Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander. Herzlich willkommen, der Helmer, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen bei dieser Sendung, wo immer Menschen im Mittelpunkt stehen. Ja, unsere Devise ist ja, euch immer wieder Lebensgeschichten zu erzählen, wo alle etwas davon lernen können. So, nach dem Prinzip, bleib dir treu. Lass dich nicht verbiegen durch die äußeren Umstände, sondern mach genau das, was dir jetzt deine Träume sagen. Setz das um und von dem berichten die folgenden Gäste. Der Mann ist früher mit einem Küderwagen durchs Dorf gefahren. Jetzt ist er auf einen anderen 1,5 Tonner umgestiegen. Auf seiner Strickmaschine liest er Pullover nach Mass. Und sie ist blind, aber hat sich nie behindern lassen. Ihre Blindenschule im Tibet hat weltweit sie für Furore gesorgt und jetzt sorgt sie mit einem neuen Projekt in Kerala für Aufsehen. Und die beiden Musiker machen eigentlich alles falsch und sind trotzdem in diesem harten Business erfolgreich. Ihr Erfolgsrezept ist eben, sich selber treu bleiben. Und genau das gilt auch für unseren ersten Gast. Er bleibt sich treu, schon seit er dann, als er als Vierjähriger zusammen mit seiner Mutter den ersten 3000er bestiegen hat und sich eigentlich erträumt hat, wie ein Adler über die Landschaft fliegen konnte. Und diesem Traum ist er treu geblieben. Seine Wände, seine Kletterwände sind seine besten Freunde. Und wenn er ganz oben steht, dann segelt er runter wie ein Vogel mit seinem Swingsuit. Mit seinem Wingsuit, genauer gesagt, und geht wieder der Landschaft entgegen. Ja, und genau über diese gefährliche Bergabenteuer berichtet jetzt mein erster Gast. Herzlich willkommen, Julian Zanker. Julian, schön. Ja, Julian. Immer schon den Drang nach oben gehabt, als Zimmermann, der eigentlich euer Beruf ist. Aber den hat er, glaube ich, nicht sehr lange ausgeübt. Nein, das habe ich nur eine Lehre gemacht, nachher noch 2 Wochen darauf gearbeitet. Und auch schon wieder ein Nagel. Alles wieder und wieso? Erledigt. Ja, ich bin gerne in den Berg unterwegs. Jetzt habe ich angefangen mit Bergführer. Jetzt bin ich im zweiten Jahr. Und ja, ich wollte mehr in den Berg unterwegs sein und das mit anderen Leuten teilen. Und nicht nur auf den Dächern umeinander turnen. Mögt ihr euch noch besinnen, wo ihr als Vierjähriger zusammen mit eurer Mutter den ersten 3000er bestiegen habt? Was das so für ein Erlebnis war? Ja, ich bin schon als Kleiner schon immer unterwegs gewesen. Immer am Wandern und ich immer von Anfang an die Beziehung zu den Bergen, zum Klettern, habe ich von klein auf mitgekriegt. Und ja. Am Anfang hat es mich ein bisschen angeschissen beim Wandern. Aber man musste jeden Sonntag wieder zu Berg gehen. Ja, am Anfang hat es angeschissen, aber jetzt, ein bisschen später ist das ja, zu meiner Leidenschaft geworden. Wobei, diese Leidenschaft ist ja nicht unbedingt so auf der Hand gelegen. Mit 15 seid ihr zusammen mit eurer Mutter abgestürzt. 80 Meter das Loch zu dir ab. Das konnte schief rauskommen. Ja, das war genau heute vor 9 Jahren. Ja. Genau auf den Tag, genau. Ja, dort haben wir mit der Mutter, mit dem Kollegen zusammen einen Absturz gehabt, ein bisschen Ballon, um die 80 Meter. Und ja, wir hatten gute Schutzengel, sonst hätte das anders ausgehen. Und trotzdem wieder auf die Höhe? Ja, die Leidenschaft ist einfach in mir, die brennt, hätte schon immer in mir gebrannt. Und das ja, hat den Unfall nicht geändert. Ich frage mich, was ist denn das, was zieht dem so an in den Bergen? Für mich ist es. Ja, das Klettern ist, in den Bergen unterwegs ist einfach für mich Freiheit. Ich kann mit Kollegen an einem Ort sein, wo nicht jeder ankommt, wo man die Ruhe hat. Und kann das mit einem guten Kollegen teilen. Und das gibt mir so viel zurück, dass, ja, das macht mich einfach zufrieden. Als Bergführer ist man jetzt nicht mit einem Kollegen unterwegs, sondern zieht irgendwelche komischen Touristen den Hocker auf. Macht das denn Spass? Ja, nicht immer. Nein, aber im Großen und Ganzen, das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich mit Kollegen zu Berg gehe, ist es etwas anderes, als wenn ich im Führer bin. Und das ist das erste Jahr, das ich intensiv geführt habe. Und es ist interessant.
Interessant, das heisst, es kommen noch viele Leute, die behaupten, sie seien absolut begabt, können jeden Schwierigkeitsgrad überwinden. Und dann steht man am Hocker und dann hat man Angsthase am Seil. Ja, es gibt auch ja, die ins Büro gehen, um das zu buchen und sagen, was sie überall gewesen sind. Und nachher können sie kaum gerade auslaufen mit den Steigis. Aber jetzt, bis jetzt habe ich jeden aufgebracht auf den Gipfel. Also, ja, ab und zu mit mehr Zug auf dem Seil. Ja, ich habe gehört, vor einem Monat sei er mit jemandem fast abgestürzt. Ja, das war im Wallis, habe ich auf einem Grat und dann ist man am kurzen Seil, also man ist ganz nah hintereinander. Mhm. Und dann ist er mir eigentlich an dem Tag dreimal ins Seil gefallen. Das heisst, das war einfach lauerig, oder was? Ja, er ist mit den Steigis in der Schuhe eingehängt und dann hat er so seitlich reingehalten und ihn gerade noch mögen heben mit der Hand. Aber ja, nach dem dritten Mal bin ich dann auch ein bisschen psychisch ein bisschen lieb gewesen, weil... Hat er nicht zusammengeschissen, der? Nach dem dritten Mal, ja. Weil es war fast 9 oder 10 Stunden Tour. Mhm. Und dann bin ich die ganze restliche Zeit vor Tour bin ich auf Nadel. Das ist einfach... Das kann man vorstellen. Man hat auch grosse Verantwortung. Ja. Jetzt will ja jeder Eiger, Mönch, Jungfrau und das Jahr sowieso Matterhorn. Ist man da primär auf einer Autobahn unterwegs mit Tausenden von Leuten in Form einer Völkerwanderung? Ja, Matterhorn schon. Am Matterhorn sind über 130 Leute an dem Tag unterwegs gewesen, wo ich das Jahr war. Ist denn das noch toll? Nein, am Matterhorn hat es mir jetzt keinen Spass mehr gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber die Leute wollen das können in ihrem Büchli vermerken. Ja, ich denke vor allem auch Eigermönch, Jungfrau, mit denen, wo ich jetzt unterwegs bin, die wollen, ja, wollen das einfach das Foto von dort oben haben, weil es einfach so berühmt ist, die drei. Mhm. Und es gibt viele schönere andere Berge, wenn man allein wäre, aber das ist sicher, das sind sicher die drei Berge, die... Mit denen kann man mehr blöffen. Ja, sicher, ja. Das, die kennen alle, ja. Jetzt kraxelt ihr also. Gibt es einen Tag, wo ihr nicht zu Berg geht? Ja, jetzt im Herbst schon. Ja, jetzt, wenn es gerade anfängt zu draussen. Genau. Ja. Aber sonst seid ihr eigentlich immer los. Kraxelt ihr rauf, 6 Stunden. Wenn ihr oben auf dem Gipfel steht, sagt ihr, das tue ich mir jetzt nicht an, noch runterzulaufen, sondern ich sattle mit Wingsuit und segle wie ein Adler oben runter. Mit welchem Gefühl steht man da am Abgrund? Ja, das sind... In dem Moment sind es verschiedene Gefühle, aber... wo sicher auch Angst dabei ist, kurz vor dem Absprung. Aber sobald man entschließt und ich sicher bin, alle Faktoren sind sicher und habe ich abgeschätzt, dann, wenn ich losspringe, ist es pure Freiheit und bin einfach in dem jetzigen Moment, wo ich einfach mich wohl und frei fühle. Mit welcher Geschwindigkeit? Man sieht jetzt gerade die Bilder, segelt ihr da am Tal zu? Je nachdem, wie man fliegt, ist es 130 und 180 km/h. Mhm. Und man weiß ja, dass regelmäßig Leute abstürzen, sogar hochprofessionelle. Ist da immer im Hinterkopf, spiel mir das Lied vom Tod? Ja, ich denke, wenn ich mich vorbereite, habe ich die Gedanken schon auch dabei. Ich denke, es gehört dazu zu dem Sport. Aber die haben das alles so seriös aufgebaut und es steckt so viel Training dahinter, wo die meisten Leute aber nicht wissen. Dass ich für mich entscheiden kann, ja, es ist richtig und ich weiß, wenn ich springe. Ich habe alle Faktoren angeschaut und es kommt gut. Gibt es auch Momente, wo der oben steht und es wäre super toll, man könnte jetzt über rauskumpen und dann sagen, packen das Zeug wieder ein und laufen 6 Stunden runter, anstatt 2 Stunden runterzusegeln? Ich bin schon ein paar Mal zurückgelaufen. Ich glaube, wenn man das nicht kann in diesem Sport, dann lebt man nicht lange. Und das ist sicher ein wichtiger Bestandteil. Ja. Das ist einfacher, wenn ich das Wetter nicht mitspiele, wenn es zu viel Wind hat, dann ist für mich klar, ich gehe zurück. Aber wenn irgendwie das Bauchgefühl in mir drin etwas komisch ist, dann ist es schon schwieriger, zum zurückgehen. Aber ich bin schon ein paar Mal zurück. Ich denke, das gehört dazu. Die Ausbildung, die ihr jetzt macht als Bergführer, die dauert eine Weile, kostet auch einen Haufen Geld. Wie kommen ihr über die Runde? Ja, ich hatte ein bisschen Unterstützung von Mutter. Und jetzt, das Jahr habe ich Vollgas geführt. Und jetzt kommt dann schon wieder Geld rein für die Ausbildung. Und ihr arbeitet auch nebenbei? Ein ziemlich harter Job? Ja, und so Arbeit am Seil machen, ja. Felstechnik, so Hangsicherungen, Netzmontage. Mhm. Mhm. Da weiß man am Abend, was man gemacht hat. Ja, dann mache ich am Abend nichts mehr, auch keinen Sprung mehr. Und geht nicht noch einmal klettern? Nein, nach so einem Tag nicht.
Gibt es denn so Träume, die man jetzt als wirklicher Bergkletterer hat, wo irgendeine Wand, die man unbedingt besteigen möchte, weil sie einen besonders herausfordert? Ja, in verschiedene Ideen in meinem Kopf und im Projekt, aber ja, das ist nicht so fixiert. Ist die Angst oder mehr die Sicherheit immer bei einem? Oder wie geht man mit diesen beiden Elementen um? Wenn man keine Angst mehr hat, dann wird man vielleicht übermütig. Und wenn man zu fest Angst hat, wagt man nicht mehr rechts. Ja, wenn ich zu fest Angst habe am Exit, dann ist für mich das Zeichen, dass ich an dem Tag nicht springe. Dann stimmt irgendetwas nicht. Aber wenn ich die normale Angst umbauen kann in Konzentration, dann denke ich, gehört das dazu. Das ist wichtig, dass die dabei ist. Lebt ihr euren Traum? Im Moment voll, ja. Ja, voll ganz. Also, das haben wir eigentlich auch gehört. Florian, danke vielmals und habt Sorge. Hm? Ja, mach ich. Gefährlich, das Zeug aus. Mach ich, ja. Alles Gute. Danke vielmals. Meine nächsten beiden Gäste, sie heissen Boy, aber das ist eigentlich ein Etikettenschwindel. Denn dahinter verstecken sich zwei junge, attraktive Musikerinnen. Eigentlich hat man vor 4 Jahren gedacht, sie seien so eine Art One-Hit-Wonder. Aber daraus hat sich im Laufe der Zeit eine Art Pop-Wonder entwickelt. Und wieso sind sie sich selber immer treu geblieben, obwohl sie alles anders machen, als man das normalerweise in der Musikbranche macht? Treu geblieben sind sie sich auch mit ihren neuesten Liedern. Und wie die genau tönen, das hören wir am besten selber. Mit den beiden Girls, die Boy heissen. Boy! Outside and let's pretend it's New York. Drown the small town troubles in Hudson River puddles. Put those shiny dancing boots on. We'll meet the local heroes down at the bar. The gifted and the phonies, rodeo on ponies. And the truth is, I was wrong when I said I was bored. Any street that I'm walking on with you, anywhere with you could be New York. And the truth is, I was sleeping, but I woke up all eyes and all ears when you whispered, it's all really happening. It's all really happening here. Dream pop for the boy. Man fragt sich ja immer, wie zwei attraktive Frauen sich den Namen Boy geben können. Ist da irgendein Konzept dahinter? Nein, nicht wirklich. Ich glaube, es ist für die meisten Bands tatsächlich sehr schwierig, sich einen Namen zu geben. Und wir hatten eine lange Liste mit sehr schlechten Kandidaten. Und Boy ist dann so der, wo wir gefunden haben, so, ja, der ist irgendwie so der, der am besten im Gedächtnis bleibt und vielleicht will nicht gerade das dahinter steckt, was man im ersten Moment erwarten würde. Wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen. Mhm. Du aus Deutschland, sie aus der Schweiz. Und wie habt ihr euch überhaupt gefunden? Wir haben uns an einem Kontaktstudiengang für Popularmusik kennengelernt in Hamburg. Und da habe ich Valeska singen gehört und fand sie so super und habe sie danach direkt
gefragt, ob wir nicht mal was ausprobieren wollen. Und seitdem kennen wir uns. Und aus dem Ausprobieren ist eine 10-jährige Freundschaft geworden. Ja, ja, genau. Ja. Also, die sind eigentlich länger zusammen als ein durchschnittliches Ehepaar. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Gibt es die Olympen zwischen euch? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist immer so, wenn man zusammen schafft, wenn man eng zusammen schafft, wenn man eng befreundet ist. Und das gehört aber irgendwie auch dazu. Und es ist irgendwie, uns interessieren auch die Auseinandersetzungen. Und das, wo dann, also es gibt auch viele Diskussionen beim Schreiben und beim Aufnehmen und bei allem eigentlich. Aber wir wollen das einfach so gerne zusammen machen und wissen, dass es sich immer lohnt, irgendwie dran zu bleiben, bis wir beide zufrieden sind mit dem. Sonja, was regt euch an der Maleska auf? Sie kommt sehr oft zu spät, leider. Hey! Ja. Aber und ich habe mich eigentlich auch schon ein bisschen daran gewöhnt. Also eigentlich ist es auch irgendwie. Das sagen immer eine halbe Stunde früher, dann kommt sie etwa pünktlich. Und umgekehrt? Ja, Sonja hat so eine kleine Macke mit ihrem Bass, also ihr Hauptinstrument. Das ist ganz ein schöner, ganz ein alter Bass, den sie schon lange hat. Und sie hütet ihn so ein wie ein Kind oder so. Also das darf ich nie jemand anders transportieren, weil sie Angst hat, dass etwas passiert. Also das ist vielleicht so eine kleine Macke. Wenn zwei junge Frauen zusammen auf Tournee sind, zusammen spielen, dann gibt es ja wahrscheinlich oder hoffentlich auch zwischen ihnen einen Mann. Eine Rolle spielt. Muss man da zuerst eine Kollegin bei ihrer Bewilligung einholen, ob das richtig ist? Das habe ich jetzt, genau, das habe ich akustisch nicht verstanden. Ja, ja. Muss man, wenn man eine neue Liebschaft hat, zuerst die Kollegin einweihen, damit es unter euch keine Probleme gibt? Nein, das muss man nicht. Es ist natürlich von Vorteil, weil wir uns gut verstehen, weil wir verbringen so viel Zeit zusammen, dass es eben gut ist. Wenn, aber es hat bis jetzt noch nie ein Problem gegeben wegen dem. Noch nie? Nein. Mhm. Wie arbeitet ihr miteinander? Immer auf Tuchfühlung oder zwischen ihnen auch separat? Also der Schreibeprozess ist sehr getrennt, weil jeder so seinen Part hat und das bei sich zu Hause macht. Oder Valeska auch, kann auch rausgehen oder sich in einen Café setzen. Aber eigentlich ist es trotzdem sehr eng verbunden, weil wir sehr eng in Kontakt stehen und uns sehr viel austauschen, sehr intensiv. Angefangen vor 4 Jahren hat es ja, wo alle gesagt haben, ja, das ist so ein One-Hit-Wonder. Und dann vergisst man die Dame wieder. In der Zwischenzeit ist es ein richtiges Wonder geworden. 15 Millionen Klicks auf Facebook von euren Liedern. Ihr habt Tournee gemacht in Amerika bis nach Japan. Verändert ihr Erfolg? Ich glaube, nicht wirklich. Nee, ich hab eher, ja, es macht einen eher so demütig und wir schätzen sehr, was wir haben und wir sind sehr dankbar. Und je mehr man von der Welt sieht, desto unwichtiger wird man selber. Also ich, das ist mir so aufgefallen, dass ich so, dass es wahnsinnig viele Eindrücke hinterlässt und den Horizont öffnet. Das ist super schön. Und ich glaube, es hilft uns eben bei dem auch immer, dass wir jetzt zweit sind und das zusammen erleben und uns immer auch ein austauschen über das, was gerade passiert. Das hilft, glaube ich, mir auch. Japan ist ein spezielles Land, jetzt gerade auch für Musik. Wie haben die Japaner auf zwei westliche Langnasen reagiert? Sehr höflich. Ja, wir sind beim ersten Konzert so ein bisschen erstaunt, so ein bisschen perplex, weil die Leute, das Publikum war wahnsinnig still. Und wir haben zuerst gedacht, oh nein, es gefällt ihnen nicht. Und wir haben dann so angefangen, so ein bisschen komische Witze zu machen auf der Bühne. Es hat niemand gelacht. Und so. Und es ist einfach so ein bisschen, nein, es läuft überhaupt nicht in Japan. Und dann sind aber die Leute nachher zu uns gekommen, wir haben uns unterhalten und haben gemerkt, dass es einfach sehr ein Zeichen von Respekt ist, dass man still ist und die Musik nicht stören und so. Und uns hat Japan wirklich sehr beeindruckt und irgendwie auch sehr berührt, wie die Menschen dort auf uns oder auf die Musik zugegangen sind. Das war sehr schön. Eigentlich macht ihr ja im Musikgeschäft alles falsch. Man muss mindestens alle 2 Jahre eine neue CD rausgeben. Ihr habt 4 Jahre gewartet. Man muss nonstop auf irgendwelchen Social Media möglichst mit privaten Geschichten präsent sein. Das habt ihr nicht gemacht. Man sollte am besten nicht als Frauenduo auftreten, weil das bringt sowieso keinen Erfolg. Und trotzdem habt ihr Erfolg. Ja, ich glaube aber eigentlich das Gute ist ja, dass es eben eh kein Rezept gibt und eh keine Regeln, die garantieren, dass irgendetwas funktioniert. Und darum ist es, glaube ich, für uns gut, es einfach auf unsere Art zu machen und zu hoffen, dass sie funktioniert. Ja, und so ein bisschen auch auf das eigene Tempo zu hören und so auf sich selber und zu gucken. Also uns war es auch wichtig für das zweite Album zum Beispiel, dass wir uns nicht stressen lassen. Und auch wenn wir wussten, dass viele Leute vielleicht auch warten und wir auch selber Lust hatten auf neue Musik, aber es dauert eben seine Zeit. Hat man auch Angst vor Liebesentzug durchs Publikum?
Nein. Das hatte ich. Nein, ich habe so viel Liebe von der Nein, wirklich nicht. Hilft es auch, dass ihr beim Herbert Grönemeyer seine Firma unter Vertrag seid, die nicht Druck aufsetzt und sagt, so, Girls, jetzt raus, jetzt muss die nächste CD kommen, ihr müsst arbeiten. Ja, zack. Auf jeden Fall. Also wir haben auch, bevor wir wieder so als Schreiben und Produzieren sind vom neuen Album, ein schönes Gespräch mit ihm gehabt, wo er wirklich auch gesagt hat, so, lasst euch nicht stressen, ihr müsst nicht das Gefühl haben, ihr müsst ein zweites Little Numbers schreiben, sondern macht einfach, entwickelt euch weiter und macht das, wo ihr Lust drauf habt. Und das war schön, das wie noch mal so zu hören von seinem Labelchef. Und ich glaube, das hat schon auch viel damit zu tun, dass er selber Künstler ist und das halt kennt. Heisst eigentlich ein bisschen eure Devise, wie das Motto von der heutigen Sendung, bleibt dir treu? Bisschen schon, also das ja, kann man, oder, ja, oder, ja. Kann man ja schon sagen. Ist das manchmal auch schwierig? Manchmal gibt es so Entscheidungen, da weiß man nicht, es wäre vielleicht besser, sich dafür zu entscheiden, aber es fühlt sich nicht so gut an, dann entscheiden wir uns dagegen. Das ist manchmal schon schwierig, weil wir suchen schon genau aus, zum Beispiel mit was wir unsere Musik verwenden, mit was nicht und solche Sachen. Und das finde ich schon manchmal. Ja, dann standhalten amig so. Ja, genau. Vielleicht das sollte man machen, aber ich glaube eben, uns fällt es dann immer leichter, für das zu gehen, wo sich gut anfühlt. So für uns. Und das ist vielleicht auch gerade das Rezept vom sich treu bleiben. Ja. Hindernis nicht zum Gehen, sondern zu bestürmen und über sie hinwegzusteigen. Mhm. Und ich glaube, das macht ihr mit Erfolg. Ich drücke den Daumen, dass das so weitergeht. Danke schön. Noch einmal 15 Millionen Klicks, noch mal ein paar 100.000 CDs verkauft und ihr zwei, die weiter strahlen. Danke. Danke. Alles Gute. Danke, danke. Seine Träume leben, meine Damen und Herren, das ist genau das Prinzip. Die Damen beweisen es. Aber mein nächster Gesprächspartner ist für mich noch ein viel verrücktes Phänomen. Sie ist blind, sie ist mutig und sie lässt sich durch gar nichts beirren. Vor gut 18 Jahren hat sie in Tibet eine Blindenschule auf die Beine gestellt. Eine Schule, die ganz vielen jungen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, wirklich ein eigenständiges Leben voller Selbstbewusstsein zu führen. Aber ihr Motto ist, man kann die Welt und jeden Einzelnen in kleinen Schritten auch verändern. Und genau nach diesem Motto hat sie sich ins nächste Projekt hineingestürzt. Und zwar in Kerala so eine Art Traumwerkstatt aufgebaut. Was genau da dahinter steckt, das möchten wir jetzt von ihr erfahren. Ganz herzlich willkommen, Sabrie ten Beken. Ich hole Sie hier ab. Okay. Jetzt geht es noch einen Tritt runter. Okay. Und dann ist hier Ihr Stuhl. Sabrie. Herzlich willkommen. Danke. Sie sind blind. Ja. War das für Sie eine Behinderung? Sagen wir mal so, als ich blind geworden bin, ja, auf jeden Fall. Also ich habe furchtbare Angst davor gehabt, blind zu werden. Ich war nicht immer blind. Ich war ein Augenmensch, ein sehr visueller Mensch. Und als ich dann merkte, dass ich blind werden würde, da fing die Angst an, zunächst einmal. Und da fing eigentlich auch die Behinderung an. Und das hat sich dann später wieder ergeben. Sie haben mit 2 Jahren die Diagnose erhalten, respektive damals Ihre Eltern, dass Sie Ihr Augenlicht verlieren würden. Sie gingen aber ganz lange in eine normale Schule. Ja. War das für Sie eine schwierige Zeit? Ja, das war zu Anfang war das in Ordnung, das war kein Problem, da konnte ich noch von der Tafel abschreiben. Später wurde es ein großes Problem. Also gerade als ich merkte, dass ich eben nicht mehr so gut sehen konnte und dann an die Tafel laufen musste, alles schnell auswendig lernen musste, wieder zurück an meinen Platz und so weiter und so fort. Also das war nicht ganz einfach. Und die Kollegen haben gedacht, Sie seien ein bisschen bedeppert. Ja, genau. Also es wird ja oft gedacht, blind gleich blöd. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das habe ich zunächst auch gedacht. Ich habe zunächst einmal gedacht, dass irgendetwas mit meinem Kopf nicht ganz richtig ist. Und das macht einen ziemlich zu schaffen. Sie haben sich aber gegen alle Widerstände durchgesetzt, haben studiert Tibetologie, Philosophie und Soziologie und sind dann mit 26 ins Tibet gegangen, allein.
Ja. Mutig finde ich das. Nicht unbedingt mutig, ich habe keine Angst. Und dann braucht man auch keinen Mut. Also ich glaube, ich hatte eine unheimliche Lust am Abenteuer gehabt. Ich habe auch Lust am Risiko gehabt. Wenn man blind ist in Deutschland, dann darf man eigentlich keine Risiken eingehen. Und dagegen habe ich mich gewehrt. War die Schule, die Sie vorher besucht haben, auch sozusagen eine Lebensschule, weil man Sie dort nicht nur gefördert, sondern auch gefordert hat? Ja, unbedingt. Als ich dann aus der wilden Integration sozusagen in das Gymnasium, in eine Sonderschule oder Förderschule gegangen bin, das war ein Gymnasium für Blinde und Sehgeschädigte, hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen, hervorragende Lehrer, die uns alles beigebracht haben, was wir brauchten, um im Leben bestehen zu können. Also zum Beispiel Wildwasser fahren. Allein? Oder? Alleine auch. Also wir haben gelernt, wie man rollt, wie man sich aus Walzen befreien kann. Wir haben Reiten gelernt, wir haben Voltigieren, also Akrobatik auf dem Pferd. Also alle möglichen Techniken und Methoden, die uns das Gefühl geben, wir haben das Leben selber in der Hand. Und das war wichtig. Dieses Selbstvertrauen hat Sie dann auch begleitet. Im Tibet haben Sie gelernt, dass blinde Menschen am Rande der Gesellschaft stehen. Ja, also blinde Menschen stehen überall in der ganzen Welt am Rande der Gesellschaft, leider. In Tibet ist es aber noch mal eine Stufe schlimmer. Dadurch, dass die Menschen glauben, dass Blindheit eine Strafe ist für ein schlechtes Leben im früheren Leben. Und daher haben sie eigentlich auch Angst, mit Blinden zu agieren. Also blinde Menschen werden eigentlich nicht für voll gesehen. Es gibt auch das Wort Schargo oder also Schara. Das bedeutet sowas wie blinder Tölpel. Und das habe ich selber erfahren. Ich habe das selber auch am eigenen Leib erfahren. Natürlich macht es mir nicht so viel aus, wenn man mich so beschimpft. Aber ich habe schon gemerkt, dass die blinden Kinder in Tibet sehr zurückgezogen gelebt haben. Zum Teil auf der Straße, weil sie von der Familie rausgeworfen wurden. Und sie haben dann eine Schule auf die Beine gestellt. Das war nicht einfach. Ja, es ist eine vorbereitende Grundschule, die die Kinder auf die Selbstintegration vorbereitet. Wir haben ja in Deutschland, ich glaube auch in der Schweiz, haben wir entweder die totale Inklusion oder die Sonderschule. Wir machen sozusagen einen dritten Weg, das ist die Selbstintegration. Da bereiten wir die Kinder so gut vor, dass sie sich selber ohne sonderpädagogische Begleitung in reguläre Schulen integrieren können. Und das machen sie hervorragend. Die Schule gibt es jetzt seit über 18 Jahren. Ist sie ein Erfolg? Ich denke schon. Also dadurch, dass die Kinder sich in Regelschulen, auch in Senior High Schools selber integrieren und sogar in Universitäten jetzt gehen, haben wir schon das Gefühl, dass sie wirklich ihr eigenes Leben in die Hand nehmen können. Außerdem haben wir viele, viele blinde Kinder, die ihre eigenen Businesses gestartet haben und sogar ihre eigenen sozialen Projekte auf die Beine gestellt haben. Da können Sie ja wirklich stolz sein. Jeder andere würde sich zurücklehnen und sagen, okay, ich habe jetzt was für eine bessere Welt getan. Bei Ihnen reicht das nicht. Sie haben ein neues Projekt unter Ihre Fittiche genommen. Ja. Eine Traumwerkstatt, könnte man sagen. Was steckt da dahinter? Ja, da steckt ganz klar dahinter, dass wir gesehen haben, dass die Blinden in Tibet die Möglichkeiten haben, aus dem Nichts heraus etwas zu schaffen. Entweder ihre eigenen sozialen Projekte zu erstellen oder eben ihre Businesses aufzubauen. Und daraus haben wir gesehen, dass Menschen, die im Abseits stehen, Wunderbares leisten können, wenn man ihnen die Techniken und Methoden an die Hand gibt und wenn man ihnen das Gefühl gibt, sie können ihre eigenen Träume verwirklichen. Wir hatten damals einen sehr, sehr großen Unterstützer. Das ist Martin Seitz, den kennt man vom Kulturpark. Der hat uns eigentlich dazu ermutigt, global zu gehen, nicht nur in Tibet zu bleiben, sondern eventuell sogar in die Welt hinauszugehen und diese Traumwerkstatt, die wir in Tibet geleistet haben, eben in Kerala oder in irgendwo zentral in der Welt selber aufzubauen, sodass viele Menschen zu uns kommen können und das lernen können, was unsere blinden Kinder gelernt haben. Sie haben das in Kerala aufgebaut und da kommen jetzt Kinder oder junge Menschen. Nicht Kinder, sondern junge Menschen. Nicht nur junge Menschen. Wir haben sogar auch Menschen mit 60 kann man immer noch die Welt verändern. Da habe ich noch eine Chance bei Absolut, Ihnen. Gerne. Die kommen, wie erfahren die dann überhaupt, dass es sie gibt? Also zunächst einmal natürlich durchs Internet.
Manchmal kann man sogar Social Change eingeben, dann wird man auf unsere Kantari-Webseite kommen. Aber Sie erfahren natürlich auch durch Buschtrommeln sozusagen. Also viele Menschen kennen uns aus Kerala schon. Sie kennen uns aber auch von Tibet her. Und Sie wissen, dass die Menschen wirklich was leisten können. Wir haben 117 Absolventen bisher gehabt. Von diesen 117 Absolventen haben über 80 mittlerweile ihre Projekte erfolgreich umgesetzt. Und das sind ja nicht irgendwelche Projekte, sondern das sind ganz besondere Projekte mit sehr viel Charme, mit einzigartigen Ideen. Das sind Menschen, die kommen aus dem Nichts, aus Kriegsgebieten. Wir haben zum Beispiel eine Frau, die wird verfolgt, weil sie Albino ist, weil sie Albinismus hat. Sie ist in Kenia groß geworden. Es gibt viele Hexendoktoren, die Jagd auf Albinos machen, um sie in Zaubertränken zu verarbeiten. Also sie ermorden diese Menschen? Genau, sie ermorden die Menschen. Es gibt Politiker, die haben einen Finger eines Albinos in der Tasche, um die nächsten Wahlen zu gewinnen. Und sie ist selber Albino und geht dagegen vor. Und das macht sie fantastisch. Sie hat bei uns gelernt, wie man Reden schwingt, wie man auf der Bühne steht, wie man die Massen aufmischt. Auch von diesem Aberglauben befreien und kann. Genau. Und das ist ganz wichtig. Sie haben auch einen jungen, blinden Mann aus Uganda, habe ich gelesen bei Ihnen, der auch etwas ganz Besonderes gemacht hat. Ja, über den habe ich auch geschrieben in meinem Buch. Das ist ein Ugandese, der blind geprügelt wurde von den Rebellen. Und der hat niemals seinen Positivismus verloren oder seine positive Eigenschaften verloren. Er ist unglaublich leidenschaftlicher Honigsucher. Und irgendwann konnte er nicht mehr diesen Honig suchen und hat dann selbst Bienen gezüchtet. Und zwar eigentlich nur durch Zufall hat er gemerkt, dass wenn man eine Bienenwabe in einen Tontopf legt, dann kommen die Bienen wieder zurück. Mhm. Und jetzt hat er sehr erfolgreich eine Bienenkooperative aufgebaut und unterrichtet jährlich um die 40 blinde Bienenzüchter in Bienenzucht, aber auch im Umweltschutz. Und das er ist, tolle ist auch noch Elefantenbefürworter, um das so zu sagen. Er hilft nämlich, die Elefanten von den Feldern wegzuhalten, ja, mit seinen Bienen. Ja, er schützt damit die Elefanten auf der einen Seite, weil sie dann natürlich nicht attackiert werden von den Bauern. Auf der anderen Seite schützt er auch die Bauern und ist damit ein großer Vermittler. Und jetzt habe ich gelernt, Elefanten haben Angst nicht vor einer Maus, sondern von Bienen. Ja, die Bienen, die gehen in den Rüssel und wenn die stechen, dann können sie nicht mehr atmen. Mhm. Also bei Ihnen lernen solche Menschen, die in ihren Gesellschaften am Rande stehen, sich zu behaupten. Sie geben ihnen Mut und Instrumente. Ja. Unterstützen Sie sie dann auch finanziell? Zum Teil ja. Also Sie bekommen alle ein Scholarship zunächst einmal. Und dann, wenn Sie wieder zurück sind, bekommen Sie erstmal eine Startfinanzierung, sodass Sie keinen Job suchen müssen und dass Sie sich vollkommen auf Fundraising konzentrieren können. Und manche unterstützen wir auch weiterhin. Aber die meisten wissen ganz gut, wie man dann Fundraising betreiben kann. Und wie schaffen Sie es, zu Ihnen nach Südindien zu kommen? Ja, die müssen auch ein bisschen Skin in the Game haben, sagen wir dazu. Also sie müssen natürlich ihr eigenes Ticket besorgen und das ist manchmal nicht ganz einfach. Da machen die dann große Aktionen in Kirchen oder sie verkaufen ihre drei Kühe mit der Hoffnung natürlich, dass sie die dann wieder zurückkaufen können. Ja, und dass dann am Schluss eine Herde entsteht. Genau, ja. Hatten Sie je Zweifel, ob dieses Traumprojekt, und das ist ja jetzt wirklich ein Traum, erfolgreich sein wird? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube nämlich, dass Menschen, die im Abseits stehen und die wirklichen Probleme an der eigenen Haut spüren, dass das die wirklichen Leader sind. Ich glaube, wir setzen meistens aufs falsche Pferd. Wir denken, wir müssen von außen kommen mit der Entwicklungshilfe, wir müssen deren Probleme lösen. Dabei kennen sie ihre eigenen Probleme viel besser, als wir das kennen. Wir müssen an die Menschen glauben, wir müssen auch an ihre Fähigkeiten glauben und wir müssen daran glauben, dass selbst Menschen, die nicht studiert haben, die vielleicht nicht aus dem Mainstream kommen, Wunderbares, vielleicht sogar noch Besseres leisten können. Politiker palavern und liefern wenig. Allerdings.
Und Sie liefen auch gemeinsam mit Ihrem Lebenspartner, der unheimlich auch in dieses Projekt involviert ist. Kriegen Sie dann genügend Unterstützung? Glaubt man dann auch an Sie? Auf diesen politischen Ebenen? Ich finde schon. Also auch gerade hier in der Schweiz. Wir haben gute Unterstützung in der Schweiz. Wir haben sogar eine Stiftung. Da hat jemand eine Stiftung für uns gegründet, die Braille Without Borders Stiftung oder Foundation. Wir bekommen immer wieder Zuschriften aus der ganzen Welt. Natürlich Sendungen wie Ihre. Wir helfen uns enorm. Also auf jeden Fall. Die Bücher auch. Also ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben, Die Traumwerkstatt von Kerala. Solche Sachen helfen uns enorm und vor allen Dingen, es hilft, den Glauben an diese Menschen zu haben. Wir haben so viele Flüchtlinge momentan in Deutschland. Viele flüchten natürlich aus Kriegsgründen, aber manche flüchten auch, weil sie es nicht mehr aushalten in ihrem eigenen Land. Und wir sorgen eigentlich durch unsere Kantaris, so nennen wir die Sozialveränderer, die Weltveränderer, sorgen wir dafür, dass sie ihr Land wieder lieben lernen, dass sie selber etwas aufbauen können in ihrem eigenen Land und eine Perspektive sehen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Sie Sabrina, Sie machen eigentlich einen Traum wahr, dass man die Welt in kleinen Schritten verändern kann. Hatten Sie je auch wirklich jetzt Angst, dass das Projekt scheitert oder dass man Sie auslacht? Ich bin so oft ausgelacht worden und man hat so oft an mir gezweifelt oder an uns auch gezweifelt. Es wird ja mir ständig, also Träumen hat keinen guten Ruf. Ein Träumer ist ein sehr schlechtes Wort. Wenn man einen großen Traum hat, dann wird man erstmal verlacht. Dann wird erstmal einem gesagt, bleib auf dem Teppich, greif nicht nach den Sternen. Was willst du denn? Du bist zu klein. Du hast überhaupt keine Unterstützung im Hintergrund. Wie willst du das überhaupt schaffen? Es sind ihre eigenen Projektionen, die sie auf mich übertragen. Und das ist das große Problem. Wir müssen die Menschen dazu bringen, mehr zu träumen und auch an ihre Träume zu glauben. Und ich denke, da können wir nicht früh genug anfangen. Wir fangen schon mit den kleinen Kindern in Tibet an. Das geht dann weiter über die Erwachsenen in Kerala. Aber ich denke, wir können alle nicht früh genug anfangen, die Menschen zum Träumen zu bewegen. Und nicht, nachdem wir erwachsen geworden sind, aufhören zu träumen. Absolut. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke auch. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Geht jetzt hier zwei Schritte runter. Ja, so kann einem jemand Mut machen. Und das nehmen wir mit. Ja? An sich glauben, das ist das wichtigste Rezept. Und das gilt eigentlich auch gerade für meinen nächsten Gesprächspartner. Völlig eine andere Geschichte. Er hat ein paar Jahre lang als Güterwagenfahrer geamtet, hat auch als Barista Kaffee verkauft, bis ihm das alles langweilig geworden ist. Und heutzutage lismet er. Sein Traum war es, zu lismen. Ja, wunderbare Pullover, ganz tolle Kappen, irgendwelche Taschen. Aber das lismet er jetzt nicht von Hang, sondern mit einer Lismaschine. Und die ist 1,3 Tonnen schwer, sitzt im Gewächshaus von seinen Grosseltern. Und dort drinnen entstehen sozusagen Massarbeiten, was Lismi-Büts anbelangt. Er ist der Einzige, der das in der Schweiz so macht. Und alle die, wo schweizerisches Handwerk noch schätzen, sind jetzt sicher auf ihn gespannt. Er nennt sich ganz einfach Herr Urs, aber richtig heißt er Urs Landis. Herr Urs! Herzlich willkommen! Ui! Schaut mal! So kann man auch noch lesen. Danke vielmals. Ja, eigentlich ursprünglich Köderwagen gefahren, als Barista gearbeitet. Wann ist denn die grosse Liebe zum Lismen entstanden, Urs? Ja, ich wollte eigentlich immer etwas selber machen. Und eigentlich war der Traum, Hanf-T-Shirt zu machen. Hanf-T-Shirt? Ja. Also, und? Nicht... Nein, zum Anlegen.
Und dann bin ich auf die Suche gegangen, wie man das macht, und habe das lernen. Und dann bin ich auf die Textilfachschule gekommen und habe dort dann gesehen, ja, dass das einfach viel zu kompliziert ist, dass man eine riesige Maschine braucht. Und dann habe ich gesehen, dass es dort auch Strickmaschinen gibt, andere Flachstrickmaschinen. Und dann habe ich die das erste Mal gesehen, also eben eine, wo man so einen Pulli machen kann, eben verschiedene Sachen. Und dann habe ich gewusst, hey, die grosse Liebe zur Stoll-Strickmaschine ist entstanden. Aber die kostet, genau, wenn ich richtig orientiert bin, eine Stange Geld. Hat er geerbt? Nein, ich habe immer gearbeitet. Also auch eben verschiedene Sachen. Ich habe auch immer gespart. Also ich habe nie viel Geld ausgegeben. Und ja, man kann auf verschiedene Arten sparen. Und habe mir dann irgendwann gesagt, ja, jetzt gebe ich einfach alles aus und kaufe die Strickmaschine. Was hat denn die Liebe gekostet? Ja, ich habe jetzt ungefähr für das, was ich jetzt zu Hause habe, wenn ich arbeite, das sind über 50'000 Franken. Ui, das ist eine Stange. Mhm. Die Maschine steht 1,3 Tonnen schwer im Gewächshaus der Grosseltern, sozusagen. Ursprünglich ja, also jetzt wohnen meine Eltern dort. Und ich habe eigentlich zuerst den Basler Raum gesucht. Und dort hat mich niemand einlassen mit dieser Maschine, hat keinen Platz gehabt. Und dann habe ich die Heimat gefragt, hey, ihr habt doch noch einen Starkstromanschluss. Kann ich die nicht hier im Wintergarten einstellen? Und dann haben sie gesagt, ja, ja, okay. Der mach halt. Ja, machen wir. Was sind denn eigentlich eure Freundinnen? Lass man den Freund haben? Die hat, glaube ich, schon sehr Freude daran. Also sie muss immer die ersten Sachen anprobieren. Aha. Also die meisten mache ich für mich. Und wenn es um Frauensachen geht, dann ist sie eigentlich schon immer die erste Sache. Lass man dir ja nicht mit so einer Nadel, sondern mit 600 Nadeln. Genau. Die Maschine fordert einmal. Sehr, ja. Also ich habe im ersten Jahr, als ich sie hatte, habe ich nicht mal einen gescheiten Schal angebracht. Das ist schwierig nach dieser Investition. Ja, also ich hätte sie am liebsten wieder verkauft. Mhm. Und dann, nur die lässt sich ja nicht einfach über eBay verkaufen. Ja, und ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht so schnell rausgebracht, mhm, wieder zuhause. Und dann bin ich einfach dran geblieben. Ich habe ausprobiert, habe verschiedene andere Leute angerufen, bin bei allen anderen Strickern in der Schweiz vorbei, um zu schauen, wie die das machen. Mhm. Und habe dann viel Unterstützung bekommen von denen auch. Und habe mich dann entschieden, einfach dran zu bleiben. Also so ein Wahnsinnsmuster wie das hier, das entsteht ja nicht einfach so aus der Maschine. Und man sagt, tu bitte zweimal links, zweimal rechts, ein bisschen grün und ein bisschen gelb. Lies mal. Ja, nein. Also es ist am Anfang eben, geht es von Grund auf. Also man muss da von der ersten Masche, die es am Anfang macht, bis zu der letzten, muss da alles stimmen, jede Richtung muss stimmen. Mhm. Und wenn man da einen Fehler drin hat, dann gibt es eine Laufmasche. Mhm. Und dann ist der ganze Schal kaputt. Ja. Die machen da, das habe ich mir jetzt gerade gekauft für den Winter. sehr interessante Sachen. Findet man da Abnehmer? Außer die... dich? Für die, also das ist ein Projekt von einer Kollegin, wo ihre Bachelor-Abschlussarbeit gemacht hat, mhm, Modedesign. Und das hätte dann eigentlich so eine Leggings gegeben, das war der erste Versuch. Okay. Und ja, dann habe ich halt Hosen draus gemacht. Die machen auf Mass Sachen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also kommt jemand vorbei und sagt, ich hätte gerne so einen Debardeur. Und der tut er mit dem Kunden zusammen sozusagen das Muster und alles entwickeln. Genau. Ja, also das ist jetzt zum Beispiel ein Muster von der Oper, also wo ich für die Oper Zürich gemacht habe. Und da habe ich eben zuerst verschiedene Farbmuster gemacht, habe ihnen das Muster gezeigt und die haben gesagt, ja, wir wollen das Muster, wir wollen diese Farbe. Mhm. Und dann haben sie mir Grössen angegeben von denen, also es ist ein Kinderpullunder gsi. Mhm. Dann haben sie mir die Grössen angegeben und dann habe ich die wirklich auf die Grösse dann das je heisst, eine gestrickt. Wirklich, die machen alles von Hand. Also mit der Maschine. Ja, also die grösste Arbeit ist, eben, also wenn ich das zeigen kann, das ist jetzt ein Teil für den Stulpen. Aha. Das kommt so aus der Maschine. Also, es hat ganz viele Fäden noch rundherum. Sieht noch nicht so markttauglich aus. Ja, also mit dem haben wir jetzt noch nicht viel anfangen. Ja. Und dann fängt eigentlich erst meine Arbeit an. Also zuerst natürlich das Programm, das Stricken. Und dann muss ich hier all die Fäden wegnehmen. Und zusammenschnurren. Genau, dann sieht es nachher so aus. Dann muss ich all die für. Das sagt man Kettern. Ketteln, das ist Kettle. Da oben, ja. Das muss man auch machen. Dann muss man alle vernähen, die Fäden. Mhm. Und dann am Schluss muss man es dann nochmal zusammenketteln, mhm, dass es so zusammen ist wie jetzt. Und das Amadeusli kostet nachher am Schluss 500 Franken.
Nicht ganz, nicht ganz. Wie kann man das noch zahlen? Ich mach verschiedene Sachen. Bei der Schaltung bin ich gut mit dem Preis, also bringe ich gut an für 100, 150 Franken. Und jetzt hier bei der Amedeisli müsste man eigentlich mehr verlangen, aber ich verkaufe die jetzt um die 50, 60 Franken. Mhm. Kundschaft hat die auch eine Garantie, dass, wenn es ein Loch gibt, dass man wieder beim Massschneider vorbeigehen kann und dass das zusammengeschnurrt wird? Natürlich, also das ist mir sehr wichtig. Und ich sage das auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, wenn er einen Ärmel abreißt, du kommst zurück, dann machen wir einen neuen an. Hoppla! Wenn es da viele Kunden gibt, dann gibt's, dann müsst ihr vielleicht noch jemanden anstellen, der die Reparaturen macht. Aber die gehen ja nie kaputt, eure Pullover. Ich habe bis jetzt wirklich sehr wenig Retouren bekommen. Also ich bin erstaunt, dass die Sachen so gut haben. Aber so sollte es ja auch sein. Also es sollte es möglichst lange haben. Wer sind denn so Kunden? Ja, das ist schwierig. Also, ja, es sind halt so viele verschiedene Produkte. Also, jetzt eben für den Schal, da kann ich halt eher für Frauen Sachen machen. Also wirklich feine Schal mit Löchli drin. Und das sind dann ja, eigentlich fast alles. Also, ich bin an mich selber erstaunt, wer da kommt. Die kommen zu euch in den Wintergarten und bestellen so, oder wie läuft das? Genau, ja. Also es gibt auch noch gerade einen Ausflug, einen Familienausflug. Genau. Ich möchte gerne eine neue Schale, ein bisschen auf die Reise, sozusagen. Sehr gerne, ja. Nicht in den nächsten Laden. Die machen auch. Das ist eine Jastdecke, oder? Genau, ja. Aha. Die ist jetzt mit Schweizer Wolle gestrickt. Ja, also, darum ist sie jetzt so rauch. Genau. Aber dann rutscht man die Karte nicht weg. Ja, und man kann sie gut aufnehmen, gut anlegen. Witziger Deckel da für die Jassen, die sagen die Schweizer Wolle. Mhm. Ist das schwierig, Wolle aus dem eigenen Land zu finden? Die Wolle ist schon rum, aber dass die eben nachher so auf einem Garn, auf einer Spule kommt, die ich jetzt auf der Maschine verarbeiten kann, das ist schwierig zu finden. Mhm. Und das ist jetzt ein Garn, das extra für mich gemacht wurde, das ich getestet habe. Auf meiner Maschine geht, aber kannst du das mal probieren, verreissen. Ja. Also, hebt fast nichts. Nein. Und das ist das Problem, dass einfach die Schweizer Wolle, also die Schafe sind nicht züchtet für diese Wolle, um die zu verarbeiten. Mhm. Und dann habe ich einfach viele Probleme, jetzt, um so einen Teppich zu stricken. Aber ich bin dran, das laufend zu verbessern. Das heisst, ihr sucht auch eigentlich den ganzen Weg vom Schaf mit Prospezia rara bis zum Schluss zum Jastdecheli. Gut schweizerisch können zu absolvieren. Das ist das Ziel, ja. Okay. Oder mindestens, dass man nachvollziehen kann, woher das jetzt etwas kommt. Also eben von welchem Bauer vielleicht oder genau von welchem Land. Jetzt ist ja wenigstens Saison für dicke Pullover. Endlich. Ja, eben. Das war ein harter Sommer dieses Jahr, oder? Was macht ihr denn den Sommer durch? Sünneln, Bädeln? Ich habe das gemacht. Einfach gestrickt und dann wieder etwas Neues. Und dann ist es wieder abverheilt und dann wieder angefangen. Und dann, eben, man sieht ja hier fast nichts doppelt. Also eigentlich alles Einzelstück. Und dann mache ich es. Und wenn es funktioniert hat, ist es schon fast wieder langweilig. Und dann mache ich wieder etwas Neues. Kann man da davon leben? Ja. Also, der Sommer war jetzt schon hart. Mhm. Aber eben, wenn man sich gut organisiert und viele gute Leute um einen herum hat, dann kann man das sehr gut. Also, ich habe jetzt eben, manchmal, dass mir Leute kommen, gehen helfen. Und als Gegenleistung zahle ich denen einen Pulli. Oder gebe einen Pulli, das einfach so. Dass Arbeit für Arbeit Deals sind, die dann für beide funktionieren und niemand etwas kostet. Sehr schön. Also, ich weiss jetzt, was ich für einen Schal anlege. Und hoffe, dass ganz viele Leute kommen ins Gewächshaus schauen, wie dir da schnurpft. Und hauptsächlich sich auch mit der eigenen Fantasie einbringen. Das ist ja vielleicht auch noch eine Übung dahinter. Also, genau. Dass die Leute auch ihre Ideen mitbringen. Und die sagen, kein Problem. Mache ich auf Mass. Mache ich. Herr Urs, vielen herzlichen Dank. Wer bist du? Heißt da drauf? Wir wissen es jetzt. Und ich kann eigentlich nur sagen, viel Erfolg. Und hoffentlich gibt es einen ganz langen, kalten Winter. Gott sei Dank. Und wenn wir schon so einen schönen Schal da haben, vielen herzlichen Dank, das war's für heute. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Dort heisst es hart im Nehmen. Und jetzt geht's weiter mit dem NZZ-Format.
Und wir sehen uns nächste Woche bei dieser Sendung, wo man nie nur noch langweilig schaut. Ciao zusammen!